Stadtlandfluss Hamburg e.V. ist der Verein für die ländliche Entwicklung in Hamburg und Träger des LEADER-Prozesses. Heute haben wir den Abschlussworkshop gehabt für die Evaluation des LEADER-Prozesses hier in Hamburg und parallel war das auch der Abschluss für das Regionalmanagement und die lokale Aktionsgruppe LAG. Das ist die Projektgruppe, die über Projektförderung entscheidet. Eingeladen hatten wir zu dem Workshop unsere Projektträger, die für uns Projekte durchgeführt haben, sowie die Mitglieder des Vereins Stadtlandfluss Hamburg. Wir haben hier in den letzten 6 Jahren insgesamt 30 Projekte gefördert für die ländliche Entwicklung Hamburgs. Unterschiedlichen Akteuren aus den Landgebieten, teilweise private Akteure, aber auch Behörden und Vereine, Verbände. Wir haben nochmal geschaut und die Leute zum Mitmachen bewegt, um die Arbeit des Regionalmanagements zu reflektieren. Die Leistungsfähigkeit des Regionalmanagements hängt ja irgendwo auch vom Zusammenspiel mit der Bewilligungsbehörde ab. Und von daher. Wir haben eine Frage gestellt und haben die Leute gebeten, auf ihren Kärtchen selber eine Einschätzung zur Arbeit des Regionalmanagements zu geben, also kurz aufzuschreiben, welche Aufgaben weiterhin bestehen sollen im Regionalmanagement. Und die zweite Methode war einfach Abfrage auf Zuruf und wir haben dann die Antworten aus dem Publikum auf die Plakate aufgeschrieben. Ich will damit sagen, wir brauchen eigentlich eine starke Hand, die uns zukünftig auch weiter, ich sag mal, Geldtöpfe erschließen kann. Ich fand die Resonanz ganz gut. Also man hat auch schon gemerkt, dass die meisten keine Hemmungen haben, auch auf diese Karten zu schreiben. Wir verwenden die Methode tatsächlich auch häufiger, von dem her unsere Akteure, unseren Akteuren ist das so auch schon vertraut. Und ich fand das ganz schön, weil viele Karten geschrieben wurden und auch sehr unterschiedliche Dinge da nochmal aufgekommen sind. Also ich glaube, dass das in dem Fall die richtige Methode war. Wir hatten ja schon mal im Rahmen des Fragebogens die Möglichkeit, sich zum Regionalmanagement zu äußern. Das war relativ gering, was dort an Antworten kam. Gerade mit der Kartenmethode, finde ich, kriegt man auch die Leute, die sich nicht unbedingt in einer großen Gruppe melden, aber trotzdem ja eine Meinung haben. Also es ist mehr so, dass der gesamte Prozess jetzt auch dazu geführt hat, dass man letztlich irgendwie auch so offen miteinander umgehen kann. Was ich eben selber auch ganz persönlich als sehr anstrengend empfunden habe, ist in der Tat die Sperrigkeit des ganzen Verfahrens. Man merkt auch, das ist eine sehr vertrauensvolle Atmosphäre, wo auch wirklich jeder das sagt, was ihm auf dem Herzen ist. So, bitteschön. Ciao. Die Kulturlandschaft ist eine der Regionen der ländlichen Gebiete Hamburgs, also eine Region innerhalb des LEADER-Gebietes. Die Vier- und Marschlande repräsentieren sich hier vor allem durch Gemüseanbau und Blumen und sind jetzt hier für ein halbes Jahr auf der Gartenschau vertreten, um eben regionale Produkte zu bewerben und aber auch die Kulturlandschaft als Naherholungsgebiet für Hamburg anzupreisen. Also die Besonderheiten hier ist ja Landwirtschaft in der Stadt, nämlich in Hamburg selber, dass Hamburg selber eine große Fläche an landwirtschaftlichen Flächen hat. Traditionell eben auch die Verpflegung war für die Stadtbevölkerung. Die Präsentation der Vier- und Marschlande ist letztlich aus der LEADER-Förderperiode herausgegangen. Der LEADER-Prozess war von Anfang an involviert in Gesprächen mit der Internationalen Gartenschau, wo diese Idee aufkam, eben man möchte auch Kulturlandschaften aus der Region hier auf der Gartenschau repräsentieren. Und da war LEADER oder wir als Regionalmanager waren da von Anfang an auch mit eingebunden. Ich finde, dass wir ein total schönes Netzwerk hier in Hamburg aufgebaut haben und das macht mir einfach dann auch Freude beim Arbeiten.